Brennpunkt Pulverfass Ferguson, Aufruhr in den USA. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa 15 Minuten. Es waren eindringliche Worte. Wir zählen nichts für die. Wir haben noch nie etwas für die gezählt. Der Hilferuf, der verzweifelte Schrei der Mutter des im August in Ferguson erschossenen schwarzen Jungen Michael Brown hat heute Nacht viele Amerikaner berührt und das Land aufgerüttelt. Da wird ein unbewaffneter schwarzer Junge mit 12 Schüssen von der Polizei getötet. Und dann entscheidet eine Jury, dass gegen den Polizisten nicht einmal ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Binnen Stunden begannen überall in den USA Proteste. In Oakland, Kalifornien, blockierten Menschen einen Highway. Weiter östlich, in Denver, Colorado, legten sich Menschen wie Mordopfer auf die Straße. Manche riefen, keine rassistische Polizei. Und auch in der Hauptstadt in Washington vor dem Weißen Haus demonstrierten spontan Menschen. Wir hätten ihnen auch Philadelphia zeigen können, Chicago oder New York. Ausgangspunkt für das alles, wie gesagt, das kleine Städtchen Ferguson in Missouri. Ingo Zamperoni fasst die Ereignisse dort zusammen. Hey ho, diese Killerpolizisten müssen weg, skandieren sie. Auch am Tag nach der Krawallnacht von Ferguson gehen die Demonstrationen weiter. Im Nachbarort Clayton protestieren sie vor dem Gerichtsgebäude, in dem die Grand Jury ihre Entscheidung getroffen hatte. Nachgestellte Erschießungen als Form von Protest gegen Polizeigewalt. Und mit der Frage, wie viele müssen noch sterben? Wir sind hier am helllichten Tage, wir wollen uns nicht verstecken. Wir demonstrieren für Gerechtigkeit und dass sich hier was ändern muss. Ungerechtigkeit empfindet auch sie. Die Mutter des erschossenen Teenagers Michael Brown, kurz nach der Entscheidung der Grand Jury. Sie kann nicht fassen, dass der Polizist, der ihren Sohn erschoss, sich dafür nicht vor Gericht verantworten muss. Die Enttäuschung darüber teilen auch die Demonstranten. Wir haben genug von all dem Rassismus, der Intoleranz. Es muss aufhören, es zerstört unsere Stadt, unser ganzes Land. Es muss aufhören. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Leben Schwarzer in dieser Gesellschaft nichts wert ist. Ein weiteres Beispiel falscher Justiz. Ich bin außer mir. Der Frust der Menge entlädt sich in Gewalt. Chaos in den Straßen von Ferguson, dem beschaulichen Vorort von St. Louis, der zum Sinnbild von Amerikas Rassismusproblem geworden ist. Unter die Demonstranten mischen sich offenbar auch gewaltbereite Plünderer, die von einem friedlichen Protest gar nichts wissen wollen. Am nächsten Morgen die bittere Bilanz. Zerstörte Autos, mehr als ein Dutzend Gebäude ausgebrannt, Geschäfte demoliert. Doch wie durch ein Wunder, keine größeren Verletzungen bei Bürgern oder Polizisten, obwohl mehrere Schüsse gefallen waren. Und erstmals gibt es auch eine Reaktion des Todesschützen Darren Wilson, vorgetragen von einer Freundin des Polizisten. Ich will allen danken, die mich unterstützt haben in dieser schweren Zeit. Es war unglaublich. Auch Michael Browns Vater tritt vor die Kameras, lässt aber seinen Anwalt sprechen. Wir sollten uns an Michael Brown nicht erinnern, indem wir versuchen, viel Lärm zu machen, sondern indem wir versuchen, etwas zu verändern. Die Familie fordert nun ein Michael-Brown-Gesetz, nachdem jeder Polizist in Amerika eine Videokamera am Körper tragen soll, damit es künftig mehr Klarheit in ähnlichen Fällen gibt. Und in Ferguson sind wir jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Stefan Niemann. Stefan, hinter Ihnen sieht man noch die Spuren der Nacht. Wie ist die Lage jetzt in Ferguson? Ja, hinter mir ist eines dieser 12 Gebäude, die gestern erst geplündert und dann in Brand gesteckt wurden und bis auf die Grundmauer niedergebrannt sind. Jetzt um die Mittagszeit ist es vergleichsweise ruhig hier in Ferguson. Die ersten Schaulustigen sind rausgekommen, um sich anzuschauen, was nach dieser Krawallnacht noch übrig geblieben ist von ihrer Straße hier. Und mit wem immer wir sprechen, die Menschen zeigen uns entweder Entsetzen oder Ohnmacht oder Entschlossenheit. Entsetzt sind die friedlichen Bürger von Ferguson. Die fragen, wo war die Nationalgarde, wo war die Polizei, warum haben die unser Hab und Gut nicht geschützt? Ohnmächtig ist eben diese Polizei. Und auch der Gouverneur wirkt hilflos, wenn er da fordert, er hätte 10.000 Polizisten gebraucht, um diese Gewaltausschreitungen zu verhindern. Entschlossen dagegen junge Afroamerikaner, die uns nicht vor der Kamera und ohne ihren Namen zuflüstern, dies sei nur der Anfang gewesen gestern Nacht.
Können Sie uns noch ein bisschen helfen, dieses Rechtssystem noch mal zu verstehen? Wer sitzt da in so einer Jury und entscheidet dann so etwas? Sind das Experten, sind das Juristen, Kriminaltechniker oder sind das letztlich Laien, die im Endeffekt nach Bauchgefühl entscheiden? Nein, Bauchgefühl vielleicht nicht, aber sind Laien. In eine Jury berufen werden kann jeder US-Bürger, solange er nicht Jurist oder Journalist ist. Diese beiden Berufsgruppen sind ausgeschlossen. Alle anderen können jederzeit auch für mehrere Monate für Jury verpflichtet werden. Das sind also Hausfrauen, Studenten, Akademiker, Angestellte, Arbeiter, aber alles Laien. Denen werden dann die Beweise der Staatsanwaltschaft präsentiert. In diesem Fall übrigens ausnahmsweise alle Beweise. Die haben alle Augenzeugen, echte und vermeintliche, befragt. Die haben mehrfach mit dem Todesschützen Wilson sprechen können. Die haben zwei forensische Gutachten sich anschauen können und hatten also alle Beweise, um zu entscheiden, gibt es wirklich genug Beweise, um diesen Polizisten anzuklagen, sei es der fahrlässigen Tötung, des Totschlags oder eben des Mordes. Können Sie uns noch mal aufklären, mit welchen Argumenten hat man denn genau entschieden zu sagen, da ist kein Gerichtsverfahren notwendig, da spricht nichts gegen den Polizisten? Also es ist noch nicht alles veröffentlicht, was da in diesen 25 Jury-Sitzungen beschlossen wurde. Es ist übrigens so, dass die Jury schon ausgewählt war, bevor das Verbrechen oder die Tat überhaupt passiert ist. Das waren also 12 Menschen, 9 Weiße und 3 Afroamerikaner, die schon zusammengesetzt waren für andere Fälle und jetzt eben diesen schwierigen Fall übernehmen mussten. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass es zu große Widersprüche gab zwischen den Schilderungen der Augenzeugen. Mehrere Augenzeugen hatten vor Fernsehkameras direkt nach der Tat gesagt, der Polizist habe Michael Brown von hinten erschossen, sozusagen auf der Flucht. Er sei über ihm gestanden und habe ihn regelrecht hingerichtet. Nichts davon ließ sich beweisen mit den forensischen Daten. Insofern gab es massive Zweifel an den Äußerungen der Augenzeugen. Und offenbar glaubte man Wilson, dass er sich von dem unbewaffneten Teenager bedroht gefühlt hat und in Notwehr handelte. Vielen Dank, Stefan Niemann. Genau 50 Jahre ist es jetzt her, dass in den USA der sogenannte Civil Rights Act in Kraft trat. Das Gesetz, das die Rassentrennung, die damals vor allen Dingen noch in den Südstaaten Gesetz war, aufgehoben werden sollte. 50 Jahre, also ein halbes Jahrhundert lang, versucht das Land der Freien jetzt also Rassismus und Diskriminierung zu überwinden. Mit zweifelhaften Resultaten, vor allen Dingen dann, wenn es um den Kontakt zwischen Staatsbediensteten, nämlich Polizisten und Schwarzen geht, wie Gudrun Engel berichtet. Detroit, Juli 1967. Ausgelöst durch eine Polizeirazzia in einer Bar, die vorwiegend von Afroamerikanern besucht wird, eskaliert die Gewalt. 43 Menschen sterben, mehr als 2000 werden verletzt. Auch in Illinois, North Carolina, Tennessee und Maryland gibt es Zusammenstöße mit der Polizei. Miami, Mai 1980. Der Freispruch von 4 Polizisten sorgt für blutige Unruhen. Die weißen Beamten sollen einen schwarzen Motorradfahrer erschlagen haben. Sein Vergehen? Er war über eine rote Ampel gefahren. 18 Menschen werden bei den Krawallen getötet. Los Angeles, April 1992. Eine Stadt in Flammen. Ein Gericht hatte 4 weiße Polizisten freigesprochen, die zuvor den schwarzen Rodney King bei einer Autokontrolle brutal zusammengeschlagen hatten. 59 Menschen kommen bei den Unruhen ums Leben. Tausende werden verletzt. Die Gewalt erfasst auch Atlanta, Las Vegas, New York, San Francisco und San Jose. Cincinnati, April 2001. Afroamerikaner demonstrieren gegen die Polizeiwillkür. Der Auslöser? Ein weißer Polizist hatte den unbewaffneten Schwarzen Timothy Thomas erschossen. 70 Menschen werden bei den Zusammenstößen verletzt. New York, Dezember 2006. Hunderte Demonstranten fordern Gerechtigkeit, nachdem der unbewaffnete schwarze Jean Bell an seinem Junggesellenabschied von 2 weißen Polizisten erschossen wurde. Sie hatten 50 Mal gefeuert. 2008 wurden die Beamten freigesprochen. Ein Eindruck bleibt. Viele US-Polizisten schießen und prügeln schnell. Vor allem, wenn sie jungen Schwarzen gegenüberstehen. Also Schwarze im Visier und das, wo doch in den USA seit 2008 mit Barack Obama der erste afroamerikanische Präsident regiert. Die Erwartungen an ihn sind groß gewesen, die Enttäuschung ist es mittlerweile auch. Denn neben der Polizeigewalt gibt es auch den alltäglichen Rassismus noch immer. Nicht nur in Georgia oder Tennessee, sondern auch in der vermeintlich so weltoffenen Megametropole New York, wie Markus Schmidt berichtet. Harlem, die 125. Das Nordende Manhattans, immer noch Sinnbild für das andere, das schwarze Amerika. Das Apollo, Heimstatt des schwarzen Jazz und Souls. Von Harlem aus hatte Martin Luther King 1958 zu den New Yorkern gesprochen.
Und hier hatten sie 50 Jahre später gejubelt, getanzt und geweint. Am Tag, als Barack Obama zum ersten farbigen Präsidenten der USA gewählt worden war. Endlich bin ich in meinem eigenen Land angekommen. Er bringt uns alle zusammen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe du hast. 6 Jahre ist das her. Und heute? Ernüchterung, Wut, Enttäuschung. Egal, wen wir in Harlem ansprechen. Der Banker, der täglich an die Wall Street fährt. Ein Weißer kann bei uns mit einer automatischen Waffe durch den Supermarkt laufen und ihm wird nichts passieren. Aber ein schwarzes Kind mit einer Spielzeugpistole wird von der Polizei erschossen. Der Rapper, der täglich auf der Straße singt. Mein Grundgefühl ist, auch ich kann jederzeit ein Opfer von Polizeiwillkür werden. Ich ducke mich weg und verhalte mich möglichst unterwürfig. Die Mutter, die in der Kirche arbeitet. Wir müssen uns jeden Tag fürchten, dass unsere Kinder nicht mehr nach Hause kommen. Nicht, weil sie etwas verbrochen haben, sondern weil sie die falsche Hautfarbe haben. Harlem, die nackten Zahlen, 60% Schwarze, miserable Ausbildung, die höchste Arbeitslosigkeit in New York, jeder Fünfte lebt unterhalb der Armutsgrenze, alltäglicher Rassismus. Präsident Obama konnte daran kaum etwas ändern. Der Arzt, der im Krankenhaus arbeitet. Obama hindert doch nichts mehr. Wovor fürchtet er sich denn? Er könnte doch endlich anfangen am Ende seiner Amtszeit. Aber auch das gilt für New York. Seit einem Jahr ist es der Polizei gerichtlich untersagt, wahllos und ohne Anlass, hauptsächlich Farbige herauszugreifen und zu überprüfen. Und als kürzlich dieser Mann bei seiner Festnahme offensichtlich durch einen Würgegriff der Polizei ums Leben kam, da reagierten Bürgermeister und Polizeichef besonnen und ordneten sofort eine Untersuchung an. Gestern und heute wurde auch in New York gegen die Juryentscheidung von Ferguson demonstriert. Friedlich. Und unsere Studioleiterin in Washington, unsere USA-Korrespondentin ist Tina Hassel. Tina, das sind schockierende Beispiele, die wir gesehen haben. Sie leben in Amerika. Wie beurteilen Sie das? Sind die USA ein rassistisches Land, muss man das so sagen? Nun, Markus, zum einen sind in diesem Land Karrieren möglich, die in Deutschland noch immer undenkbar wären. Stichwort ein türkischer Bundespräsident. Aber dies bedeutet eben nicht automatisch, dass ein schwarzes Leben auch wirklich genauso viel wert ist wie ein weißes. Das wage ich persönlich zu bezweifeln. Aber da sprechen die Zahlen auch eine erschreckende Sprache. Für schwarze Jugendliche ist das Risiko 21 Mal höher, von Polizisten erschossen zu werden. Für dieselben Straftaten müssen sie wesentlich länger in den Knast. Sie haben schlechtere Ausbildung. Weniger Jobs, schlechtere Häuser. Das ist eben die andere Seite in diesem Land. Warum hat es Barack Obama nicht geschafft, als erster schwarzer Präsident daran etwas zu ändern? Nun, zum einen ist Obama angetreten, dieses Land zu einen und nicht weiter zu spalten. Er hat sich deshalb beim Thema Rassismus immer seltsam farblos gehalten, hat das anderen Regierungsmitgliedern überlassen, vor allem Justizminister Holder. Zum anderen ist das Problem aber auch so komplex, das ist institutionell, das ist aber auch in den Köpfen drin, dass man einfach anerkennen muss, dass 6 Jahre unter einem schwarzen Präsidenten hunderte Jahre von Rassismus nicht einfach weglöschen können. Eine Frage noch zum Rechtssystem. Wir wundern uns über diese Juries. Auch Barack Obama hat heute gesagt, wir müssen mit diesen Entscheidungen leben. Gibt es darüber jetzt eine Diskussion? Nun, ich glaube, die Diskussion hier geht weniger an dem Rechtssystem entlang oder grundsätzlich am Polizeisystem, sondern sie geht daran, dass die Polizei und die Justiz nicht so zusammengesetzt ist wie die Gesellschaft eben, die sie ja schützen sollen und wo sie Recht sprechen sollen. Hier gibt es erhebliche Forderungen. Es kann nicht angehen, dass in Ferguson nur 3 schwarze Polizisten 52 Weißen gegenüberstehen. Hier muss die Gesellschaft und die Gruppen der Gesellschaft sich auch wirklich in den Institutionen wiederfinden. Eine letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Unsere Sendung heißt Pulverfass Ferguson. Explodiert das? Geht das weiter in den USA jetzt noch? Hier beginnt gerade, das ist mein Eindruck, eine große Debatte weit über Ferguson hinaus. Die Menschen sind entsetzt, dass eben doch noch Hautfarbe immer noch eine Rolle spielt. Wenn das geschehen sollte, wenn das nicht so schnell wieder abebbt wie so oft, dann hätte dieser Mord, dieser Tote, doch einen gewissen Sinn gehabt. Das wollen ja auch die Eltern von Michael Brown. Wir werden das abwarten. Vielen Dank, Tina Hassel.
Und das war unser Brennpunkt Pulverfass Ferguson. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend weiter im Ersten. Die Kollegen der Tagesthemen halten Sie weiter auf dem Laufenden. Ich sage Ihnen danke und tschüss.